Ja, also grundsätzlich Teilnahme der Bundesregierung, das wäre nicht auf den Kanzler beschränkt. Herr Wagner, es gilt ja mittlerweile als bestätigt, dass die Außenministerin bei ihrem Besuch des Vorrundenspiels gegen die Schweiz das Nachtflugverbot über Frankfurt hat aushebeln lassen, um sich die 200 Kilometer Luftlinie nach Luxemburg fliegen zu lassen von der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Begründet wurde das Ganze mit öffentlichem Interesse. Da würde mich interessieren, wo genau liegt denn in den Augen des Auswärtigen Amtes das öffentliche Interesse, das Frau Baerbock mutmaßlich aus Privatinteresse an einem auch nicht mehr entscheidenden Vorrundenspiel teilnimmt und dafür das Nachtflugverbot in Frankfurt aushebelt. Die gleiche Frage geht natürlich auch an die Kanzlersprecherin, deren Schäfer hatte das ja ebenfalls getan. Willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ein solcher Besuch des Bundeskanzlers bei den Spielen der Nationalmannschaft erfolgt ja aus einem dienstlichen Anlass. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Bundeskanzler die Spiele der deutschen Nationalmannschaft und die Europameisterschaft insgesamt als ein europäisches Ereignis wertschätzt und damit verleiht er seiner Wertschätzung Ausdruck und deshalb besucht er diese Spiele und muss sich dann natürlich auch dorthin bewegen und von dort wieder wegbewegen. Ja, das kann ich auch aus meiner Sicht nur unterstreichen. Die EM und wie wir uns hier in Deutschland als Gastgeber generieren, hat ja nicht unwesentliche Auswirkungen darauf, wie die Welt auf Deutschland schaut und wie Europa auf Deutschland schaut. Und insofern ist es natürlich, ist die Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung ein wichtiges Signal, nicht nur dafür, aber eben auch für die Unterstützung der deutschen Mannschaft. Und insofern ist es ja auch Usus, dass der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Außenministerin, die Innen- und Sportministerin an Spielen teilnimmt, nicht nur der deutschen Mannschaft, sondern von auch anderen Mannschaften, zumal wenn vielleicht sogar noch Kolleginnen, Amtskolleginnen aus dem Ausland an diesen Spielen auch teilnehmen. Zu dem von Ihnen angesprochenen ersten Komplex, also ich würde mir Ihre Wortwahl spezifisch nicht zum Eigen machen. Ich kann vielleicht noch mal einmal nachskizzieren, wie dieser Sonntag abgelaufen ist. Die Außenministerin ist ja mit dem Bundeskanzler nach Frankfurt geflogen, um eben an diesem Spiel teilzunehmen und hat ja dann nach dem Spiel eine Reise angetreten zum Außenrat in Luxemburg, der ja am nächsten Morgen begann. Und dann ging es am Mittag des Montags weiter in den Nahen Osten. Insofern ist es auch kein Aushebeln von Regeln, sondern es hat eine normale Weiterreise nach Luxemburg im Rahmen des gesetzlich Möglichen und der geltenden Bestimmungen da stattgefunden, die Flugbereitschaft halt umgesetzt hat. Und wie gesagt, am nächsten Morgen stand in Luxemburg das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU an, das ja sehr früh begann. Es ging konkret um das Nachtflugverbot, das heißt, die Mitglieder der Bundesregierung haben in Kauf genommen, dass Tausende von Anwohnern, zu der Uhrzeit mutmaßlich Kinder, aus dem Schlaf gerissen wurden. Und da würde mich schon interessieren, wieso es nicht, es gibt ja sicherlich auch alternative Möglichkeiten und wieso nicht etwa eine Fahrt am nächsten Tag im Auto oder mit einem Sondernachtzug, das wäre klimafreundlicher gewesen, hätte das Nachtflugverbot nicht ausgehebelt und hätte vermutlich wäre auch entsprechend günstiger gewesen. Eine Flugstunde bei der Flugbereitschaft, korrigieren Sie mich, Herr Kollatz, kostet, glaube ich, um die 7.000 Euro. Da wären alle anderen Alternativen um Welten günstiger gewesen. Also Herr Warbeck, ist es grundsätzlich so, dass wir bei Reisen der Außenministerin natürlich immer prüfen, welche die beste Transportmöglichkeit ist. Aber nochmal, es war an dem entsprechenden Tag so, dass die Außenministerin ja eine Reise angetreten hat, die sie dann nach Luxemburg zum Außenrat führte und dann am nächsten, am Mittag des Montags ja weiter in den Nahen Osten, nach Israel erst und in die palästinensischen Gebiete und dann auch am Libanon am Dienstag. Insofern hätte es diese Flugbewegung ja ohnehin gegeben und diese Reise war so ausgeplant, wie sie ausgeplant war. Ganz verstanden. Sie haben ja jetzt noch mal sehr detailliert den sehr eng getakteten Terminkalender der Außenministerin skizziert. Da stellt sich natürlich schon die Frage, war es denn wirklich notwendig, dass Sie als Außenministerin, Sie vertritt ja im Gegensatz jetzt zum Innenministerium auch nicht das Sportressort, nach Frankfurt fährt, um dieses Spiel live zu sehen. Das hätte sie ja auch live am Fernseher sehen können, mit all den Implikationen, die das dann hatte. Also ich glaube schon, dass ich auf Ihre Frage geantwortet habe, aber ich kann es gerne noch mal wiederholen.
diese Europameisterschaft ist ja ein nicht auch wesentlicher Faktor dafür, wie die Welt und wie Europa auf Deutschland schaut und wie wir uns da als Gastgeber generieren, wird aufmerksam registriert. Und darüber hinaus ist es natürlich auch ein wichtiges Signal der Unterstützung für die deutsche Mannschaft, dass die Bundesregierung diese Spiele auch wahrnimmt. Dafür gibt es ja auch Ehrenkontingente, die von der UEFA zur Verfügung gestellt werden. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, was total normal ist, dass der Kanzler und wichtige Mitglieder des Bundeskabinetts da auch teilnehmen an diesen Spielen, sie im Stadion verfolgen. Zusatz? Ja, noch vielleicht eine grundsätzliche Verständnisfrage. Im Februar 2022 haben Sie hier, also Sie im Sinne des AA, verlauten lassen, dass man den CO2-Ausstoß bei Auslandsreisen der Außenministerin möglichst gering halten wollte und verstärkt Linie fliegen. Könnten Sie da ein kleines Zwischenfazit ziehen? Wie oft hat die Außenministerin Linienflüge benutzt und wie oft die Sonderflüge der Flugbereitschaft? Gerne, Herr Warwick. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir uns bei jeder Reise immer wieder die Frage stellen, was ist jetzt das beste Transportmittel? Ist in der Tat so, das kommt einfach mit dem Beruf, mit der Funktion der Außenministerin, dass die Terminkalender und diese Reiseprogramme, einige von Ihnen, die hier sitzen, kennen das ja auch anschaulich aus der Mitreise, sehr eng getaktet sind und es oft tatsächlich so ist, dass Inlands- und Auslandstermine in kombinierter Variante nur mit der Flugbereitschaft zu bestreiten sind. Ich würde erstmal einmal noch mal sagen, von den, glaube ich, bisher 44 oder so stattgefundenen EM-Spielen hat die Außenministerin an dreien im Stadion teilgenommen. Und was Ihre Frage angeht zu anderen Transportmitteln, also in Ihrer Funktion als Außenministerin ist sie bisher dreimal mit einem Linienflug geflogen und mindestens viermal mit dem Zug gereist. Ich nehme Ihrem Lächeln ab, dass Sie daraus ja feststellen, dass Sie sehr oft die Flugbereitschaft benutzt. Das stimmt, aber ich möchte noch mal einmal unterstreichen, es ist einfach im Wesen des Jobs der Außenministerin allein 10 Nahostreisen in den letzten Monaten, dass viele dieser Reisen aufgrund der engen Taktung einfach nur mit der Flugbereitschaft zu bestreiten sind. Aber wir stellen uns die Frage jedes Mal vor jeder Reise, ob es nicht auch alternative Möglichkeiten für Transportmittel gibt.